Krützberg. Seit Krützberg, ja. Das ist wie der Staatssekretär. Schon falsch gesagt, wieder. Jo, und der ist heute bei uns zu Gast von der Stadt und sagt euch noch ein paar Worte. Diesmal sage ich nicht, ich freue mich, dass wir den Kindergarten hier öffnen können, weil wir das vor ein paar Wochen bei euch im Kindergarten hatten, sondern ich freue mich einfach, euch alle hier zu sehen. Ihr kriegt heute ein tolles Theaterstück geboten, ihr kriegt viel Action geboten und für viele von euch wird es wahrscheinlich oder vielleicht der erste Theaterbesuch sein. Und damit ihr keine schrecklichen Erinnerungen an fürchterlich lange Vorreden bei eurem ersten Theaterbesuch mit euch rumtragen müsst, höre ich jetzt auf und sage einfach, wir eröffnen das 16. Festival Kaas und Kappes. 27 Schauspieler, 5 Ensembles, 7 verschiedene Aufführungen, alle nur für Kinder. Fast alles hier in Rheinhausen. Einmal weichen wir ins Stadttheater aus. Ich muss aber an dieser Stelle, muss es sein, die Erwachsenen wissen, was jetzt kommt. Mein besonderer Dank an alle die, die es von der Stadt und auch von der Künstlerszene möglich gemacht haben, dass dieses Festival sich hier in Duisburg so stark etabliert hat und dass es einen so starken Ruf hat, der über die Grenzen hinausgeht bis nach Holland. Es ist ja ein zweiländriges Festival und deshalb mein herzlicher Dank an alle und ich will keinen Einzelnen benennen, dann würde ich nämlich jemanden vergessen und der würde mich ewig nicht hassen. Und ihr braucht mich jetzt nicht mehr zu hassen, sondern ich sage, die Bühne ist eröffnet.